Wunderschönen guten Tag zu diesem kleinen Zwischenvideo hier. Nintendo hat mir gerade, während wir den neuen Podcast aufgenommen haben, eine Mail geschickt, dass jetzt im Grunde genommen der finale Trailer draußen ist zum Switch-Fit-Spiel. Also der genaue Titel von dem Video heißt Ein genauerer Blick auf das neue Erlebnis für Nintendo Switch. Also keine Ahnung, was da jetzt rumkommt. Ich bin mal sehr gespannt. Der erste Trailer war ja so ein bisschen speziell, sagen wir es mal so. Und deswegen gucken wir einfach mal, was da jetzt kommt. Hallo zusammen. Letzte Woche hatten wir für euch dieses Video. Ist das asynchron? In dem man Leute sieht, die sich bewegen und irgendeiner Aktivität nachgehen. Und die dabei einiges zu lachen hatten. Denn sie spielen ein brandneues Abenteuerspiel für Nintendo. Nee, das ist einfach nur scheiße synchronisiert. Es ist aber ein wenig anders, als man denkt. Es ist ein Abenteuerspiel in erster Linie, aber man muss sich... Und er ist auch ein bisschen gruselig, muss ich sagen. Man kann sogar richtig ins Schwitzen kommen. Es heißt... Ring Fit Adventure. Ring Fit Adventure? Denkt man an Abenteuer, denkt man zuallererst an eine Welt in Gefahr und an Gegner, die man bekämpfen muss, um ans Ziel zu kommen. Eben ein Abenteuerspiel. Ja. Und wie bekämpft man seine Gegner? Nun, kein Abenteuer ohne die richtige Ausrüstung. Das hier sind der Ring-Con und der Beingurt. Der Ring-Con? Ah, okay. Setze die Nintendo Switch Joy-Con-Controller einfach wie gezeigt in den Ring-Con und den Beingurt ein. Und schon kann das Abenteuer beginnen. In diesem Spiel drückt man nicht einfach die Knöpfe auf den Joy-Con-Controllern zum Angreifen und Bewegen. Stattdessen bewegt man seinen Körper, Alter, um die Welt zu erkunden, Monster zu bekämpfen, oh nein, und ins Ziel zu kommen. Ich schwitze doch schon beim normalen Joggen. Das hier ist nämlich nicht irgendein Ring. Es ist ein elektronisches Gerät, welches erkennt und darauf reagiert, wie du dich bewegst. Es wandelt Krafteinwirkung in mächtige Attacken um. Okay, nice. Der Beingurt misst auf ähnliche Weise die Bewegungen deines Unterkörpers. Egal, ob man topfit ist oder zum ersten Mal nach längerer Zeit wieder Sport macht. Der Ring-Con lässt sich oder auf noch die nie eigene Sport persönliche gemacht Leistungsfähigkeit einstellen. Ach, den kann man einstellen. Ring Fit Adventure kann jeder spielen, unabhängig vom Fitnesslevel. Lust auf ein bisschen Action? Lust auf ein bisschen Action? Wir präsentieren euch die Welt von Ring Fit Adventure. Das Abenteuer beginnt damit, dass ein böser Bodybuilder-Drache namens Draco die Welt ins Chaos stürzt. Diese Welt braucht Bodybuilder-Drache. Und zwar nicht zu knapp. Ja, okay. Laufe einfach auf der Stelle, um dich vorwärts zu bewegen. Oh, sie macht das aber gut. Du kannst dich in jeder Mission schnell oder langsam entlang eines vorgegebenen Pfades bewegen. Und das sieht aus wie Otto. Drücke den Ring-Con zusammen, um im Spiel einen Luftstoß abzufeuern. Wenn du dabei den Ring-Con nach unten richtest, kannst du springen. Es kann sein, dass du paddeln, fliegen oder fahren musst, um ans Ziel zu kommen. Das hat aber was. Unterwegs stellen sich dir seltsame Gegner in den Weg, um dich in Fitnesskämpfen herauszufordern. Pokémon! Dabei greifen die Gegner und du sich abwechselnd mit Übungen an. Oh, Squats kann ich. Es gibt insgesamt über 40 verschiedene Übungen. Und da hinten bewegt sich das Gewicht. Ach, ist ja krass. Rote Übungen sind für die Arme. Gelbe Übungen fordern die Rumpfmuskulatur. Blaue Übungen sind für die Beine. Okay. Und grüne Übungen sind an Yoga-Übungen angelehnt. Oh nein. Die Farbe eines Gegners verrät, welche Übung du einsetzen solltest. Wenn du die richtige Übung gegen den richtigen Gegner einsetzt, fügst du ihm mehr Schaden zu. Wenn der Gegner an der Reihe ist, drücke den Ring-Con gegen deine Bauchmuskeln. So erschaffst du einen Schild, Alter, der den Schaden reduziert. Das ist richtig anstrengend, ganz sowas, ne? Locker aus dem Bauch heraus. Das sieht alles so zum Lachen aus, aber... Deine Verteidigung hängt davon ab, wie genau du die Bewegungen ausführst. Lass dir Zeit und nutze jeden deiner Züge bestmöglich aus. Durch das Besiegen von Gegnern und Abschließen von Missionen sammelst du Erfahrung für einen Level Up. Mit jedem Level Up steigen deine Angriffs- und Verteidigungswerte. Die machen da ein komplettes Spiel draus, okay? Neue Übungen, die du dann ausführen kannst. Es liegt an dir, wie lange du jeweils trainierst. Du kannst deine Spielfigur also in deinem ganz individuellen Tempo aufleveln. Oh, ich werde einfach so pumpen, Nach ne? einer kleinen Erholungspause kannst du jederzeit weiter trainieren. Es gibt immer etwas Neues zu entdecken. Wenn du dieses Abenteuerspiel täglich spielst, schaffst du es auf natürliche Weise, regelmäßig zu trainieren. Erlebe Abenteuer und Fitness auf natürliche Weise. Für jeden. Okay. Für Väter, Mütter und Schwestern, Brüder, einfach wirklich jeden. Darüber hinaus gibt es aber noch viel mehr in Ring Fit Adventure. Komm!
Komm, schauen wir es uns an. Probieren wir doch mal das Schnellspiel aus. Hier kannst du innerhalb kurzer Zeit verschiedene Übungen absolvieren. Wir beginnen mit einem Modus, in dem man sich auf bestimmte Muskelgruppen konzentriert. Einzelübungen. Nehmen wir zum Beispiel Brust extrem. Das Ziel, die vorgegebene Übung innerhalb von 20 Sekunden so oft wie möglich auszuführen. Das klingt einfach. Dann warte mal ab, wie du dich in den letzten 5 Sekunden fühlen wirst. Als nächstes haben wir einen Modus, in dem du dich auf die Jagd nach der höchsten Punktzahl begibst. Minispiele. Laufe. Klettere. Und fliege. Lege ein paar flotte Moves hin und zerlege Kisten. Und zwischendrin kannst du sogar ein wenig Töpferei in den Trainingsplan quetschen. Es stehen viele Ich glaube, die Spannung zu halten auf dem Ding ist richtig. Verschiedenen Bewegungsarten. Schwierig. Ein unterhaltsames Training für den ganzen Körper. Aber wenn du gleich loslegen willst, gibt es auch einen etwas traditionelleren Übungsmodus. Sets. Wähle dein Lieblingsset aus Übungen, die auf eine bestimmte Muskelgruppe wie Schultern oder Unterkörper ausgerichtet sind. Der Schnellspielmodus bietet sich für kurze, abwechslungsreiche Trainingseinheiten zwischen Da sind richtig anstrengende Übungen dabei. So kannst du zum Beispiel mit Freunden und Familie abwechselnd um die höchste Punktzahl wetteifern. Na, was hältst du davon? Du kannst dein tägliches, persönliches Fitnesstraining im Abenteuer absolvieren, dich aber auch mit Freunden und Familie an den vielen Minispielen versuchen, die... Boah, die Synchronisation ist so schlimm, ne? Das ist Ring Fit Adventure! Stimme und vor allem Lippensynchronisität. Du hast Erfahrung mit Fitness, das ist kein Problem. Passe die Trainingsintensität so an, dass du problemlos und ohne dich zu überanstrengen jeden Tag trainieren kannst. Für jede Übung wird dir auf dem Bildschirm angezeigt, wie du sie richtig ausführst. Die korrekte Haltung ist wichtig für ein gutes Training, also folge dem Beispiel in der Anleitung. Am Ende jeder Trainingseinheit kannst du die Leistung anhand ungefährer Werte beurteilen. 14 Kalorien. Darunter verbrannte Kalorien oder Puls. Ach. So kannst du sicherstellen, dass du deine Ziele auch wirklich erreichst. Wenn du vollwertig ohne viel Lärm trainieren möchtest, kannst du dies im Leise-Modus tun. Dabei bleiben deine Beine aktiv, jedoch ohne Trittgeräusche zu verursachen. Jeder Schritt in Ring Fit Adventure. Da werden meine Nachbarn nicht das Glück haben. Mehr Fitness. Vergleiche gemeinsam mit Freunden und Familie deine Fähigkeiten oder rette im Alleingang die Welt. Ring Fit Adventure für Nintendo Switch. Ring Fit Adventure enthält einen Ringcon, einen Beingurt sowie die Spielesoftware. Eine 18.10. separat erhältliche Nintendo Switch-Konsole wird zum Spielen benötigt. Erkunde eine Welt aus Abenteuer und körperlicher Fitness. Abenteuer, die dich in Bewegung halten. Nintendo Switch. Ring Fit Adventure. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Mehr Informationen zu Ring Fit Adventure findest du auf der Nintendo-Webseite. Okay. Ehrlich gesagt bin ich gerade ein bisschen positiv überrascht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Die Frage ist natürlich, wie lang ist das Spiel und wie viel Abwechslung bietet das? Wir können ja mal ganz kurz auf nintendo.de gehen. Und können da mal schauen. Details. Erscheinungsdatum 18.10. USK ab 0. In sämtlichen Sprachen wieder. Naja, fast sämtlichen Sprachen. Tischmodus, TV-Modus. Aber ich fand das jetzt gar nicht schlecht, muss ich ehrlich gestehen. Also, ich hab, nachdem das rauskam, muss ich ehrlich sagen, war ich so... Eieiei. Also vor allem der erste Trailer, ne, hat mich ja auch so ein bisschen drüber lustig gemacht, aber das hat mich dann am Ende doch ein bisschen... Doch. Kann man machen, auf jeden Fall. Also, ist definitiv... Ja, ich gehe mal davon aus, dass es zum Vollpreis kommt, wenn es mit dem Zubehör kommt. Und die Übungen, die man da teilweise gesehen hat auch, gerade mit den Bewegungen der Joy-Con, das sind richtig anstrengende Übungen teilweise. Also ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich glaube, ich werde es mir mal anschauen. Vielleicht werden wir es auch Livestream, aber doch. Nö, hat mir gut gefallen. Und ich hoffe, ihr hattet jetzt auch so ein bisschen Spaß. Also so, vielleicht sind euch ja ein paar Sachen noch aufgefallen. Gab es da eine Arschübung? Kann das sein? Also ich glaube ja. Aber wir dürfen mal gespannt bleiben, was das ist. Ich finde das Prinzip cool. Die Frage ist natürlich, ob diese Sachen nicht langsam... ausgelutscht sind. Ne? Also müssen wir auf jeden Fall mal gucken.
Aber ja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit dieser Live-Reaction. Das war mal so ein Video für zwischendurch. Heute kommt noch die News und dann wünsche ich euch einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend. Bis zum nächsten Mal und...